Und zwar mit Vorlesung Nummer 12. Also Vorlesung 12. Und wir sind hier jetzt, wir starten Kapitel 14. Und das heißt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich das genannt habe. Wie habe ich das genannt? Also die sozusagen, wenn wir, ja, nicht konvexe Funktionale, genau. Das ist ein guter Name. Nicht konvexe Funktionale. Also, ich mache ein L hin. Funktional ist für mich immer eine Funktion. Funktion ist ja alles. Funktion und Abbildung ist für mich dasselbe. Und ein Funktional geht nach R. Kann ich also minimieren. Also vielleicht so ein bisschen, was ist denn so unser Rahmen, in dem wir uns gerade bewegen? Wir haben Abbildungen A, die gehen von X nach R. Und X ist ein Banachraum und A ist ja nicht linear. Also für uns interessant ist, sind nicht lineare Abbildungen, sonst können wir die ja nicht minimieren. Ne? Eine lineare Abbildung, wenn sie nach minus unendlich laufen sozusagen, wenn sie in die andere Richtung gehen. Nicht linear, aber ebenso von dem Form. Also gern nehmen wir an, koerziv im Unendlichen wachsend. Sonst, wenn zum Beispiel A schon allein auf R, das Funktional A, was die E-Funktion ist, kann ich nicht minimieren. E-Funktion auf R kann ich nicht minimieren, das Minimum liegt halt in minus unendlich. Wenn wir Minima finden wollen, ist Koerzivität schon eine sehr natürliche Annahme. Und oft ist eben, naja, oft ist jetzt nicht ein gutes Wort, wenn ich motivieren will, dass wir jetzt nicht konvexe Funktionale machen, aber manchmal ist A eben konvex. Und was wir hatten im letzten Kapitel, wenn A, ich schreibe jetzt mal stetig, was ein bisschen zu viel verlangt ist, es reicht eigentlich die schwache, Quatsch, es reicht die Unterhalbstetigkeit, also die starke Unterhalbstetigkeit, aber weil es ein bisschen vertrauter klingt, sage ich jetzt einfach mal A stetig und konvex, dann ist A schwach unterhalbstetig. Und im Wesentlichen funktioniert dann die direkte Methode. Also wir brauchen dann die Koerzivität, ne? Also und koerziv bedeutet, direkte Methode funktioniert. Das war so das, was wir jetzt im letzten Kapitel gemacht haben. Ich schreibe mal, direkte Methode funktioniert. Denn das, was ich jetzt heute machen will, ist irgendwie auch direkte Methode. Aber ich möchte jetzt sozusagen das loswerden, was hier steht, die Konvexität. Also, ich schreibe jetzt mal hier hin, Konvexität erfüllt, Fragezeichen, und möchte kurz andeuten, erwarten wir für ein beliebiges Funktional, dass es konvex ist. Ja, und ein typisches Funktional, also wir machen ja hier immer Funktionale, die durch Integrale gegeben sind. Das ist übrigens, also es ist einfach in physikalischen Anwendungen sehr, sehr oft so, dass es Integrale sind, zum Beispiel Integrale über den Raum oder auch über die Zeit, wenn Sie so ein Mechanik, also so klassische Mechanikproblem machen. Können auch Raumzeit mal sein. Also Funktionale minimieren ist was Typisches und in der Physik kommen die oder auch Biologie kommen die gern durch Integrale, als Integrale daher. Aber will nur erwähnen, die Funktionalanalysis mit den Sätzen von, was ist denn dann, Ries, Riesscher Darstellungssatz, die sagen eigentlich auch so ein bisschen, jetzt mal ganz grob gesagt, lineare Funktionale auf dem Funktionenraum sind immer durch Integrale gegeben. Bezüglich vielleicht eines anderen Maßes, ja, also nicht Lebesgue-Maß, sondern ein anderes Maß, aber egal. Funktionale auf Funktionen, lineare Funktionale auf Funktionen im Funktionenraum, genau, auf stetigen Funktionen, sind durch Integrale gegeben. Will damit nur sagen, es ist eine sehr natürliche Sache, dass man, wenn man über Funktionenräume redet, dass man dann integriert als Funktional, wenn man nach R gehen will. Okay, und dann darf das eben irgendwas Nichtlineares sein, was, wo das U drin steckt, genauer, das X steckt drin, der Wert U von X steht drin und Gradient U von X steckt drin. Und dann integrieren wir
Also jetzt hier für uns eben nur bezüglich Lebesgue-Maß, aber das könnte auch ein anderes Maß sein. Ja? Würde gar nichts ändern an der Methode. Gut, also das F, darauf kommt es jetzt an. Und diese Abbildung, wenn ich das X festhalte und das Z festhalte und das P laufen lasse, also das P ist ja jetzt für uns meistens, also wenn U skalarwertig ist, ist es ein Vektor. Wenn U sogar vektorwertig ist, mit M-Einträgen, ist es sogar eine Matrix. Und das ist eine reelle Zahl, klar, unser Funktional soll nach R gehen. Das ist oft konvex. Und das wollen wir auch hier weiter annehmen. Ja, das ist einfach eine grundlegende Annahme. Ich schreibe mal dazu, oft ist es sogar einfach ein halb p Quadrat. Ja, diese sehr, sehr einfache konvexe Funktion, die einfach, also ist die Matrixnorm von p zum Quadrat. Also das ist oft der Fall. Aber in Z ist es nicht konvex. Also wenn ich jetzt in Z und P gleichzeitig variieren würde und schaue mir dann immer f von x, z, p an, ist meist nicht konvex. Im letzten Kapitel hatten wir ein Beispiel, wo es dann doch konvex ist. Und zwar ist es dann konvex, wenn hier das z einfach weggelassen wird, wenn das f gar nicht von z abhängt. Na gut, dann kann es konvex sein, weil dann ist es ja nur eine Funktion in p. Aber wenn es von z abhängt, dann erwarten wir das nicht. Also Beispiel wäre, wenn wir als Funktional mal nehmen, ich nehme mal irgendwas Einfaches, also ich möchte hier p Quadrat schreiben, also ich schreibe es jetzt mal in u, p Quadrat, aber der Vorfaktor ist irgendein Koeffizient und der hängt von u ab. Das wäre hier ein sehr, sehr typisches Funktional. Dann ist das, wenn ich sozusagen, jetzt schreibe ich nochmal das f noch hin, ja, das f von xzp wäre jetzt in dem Fall a von z p Quadrat. So haben wir das hier übersetzt. Hier wird das u von x eingesetzt, das ist das z und da wird das Gradient u eingesetzt, das ist das p. Zwei unabhängige Größen, wenn ich die als Argumente von f nehme. Obwohl die natürlich überhaupt nicht unabhängig sind. Klar, wenn ich u verändere, verändere ich auch Gradient u, aber ja, in dieser Schreibweise ist es unabhängig. Ja, dann ist es für festes z eine konvexe Funktion in p, nämlich so wie die mit dem Vorfaktor noch. Okay. Aber das wird ja in z nicht konvex sein und schon gar nicht in beiden. Ich bräuchte aber die Konvexität in beiden, wenn ich jetzt mit dem alten Satz arbeiten wollte, konvexe Funktionale, also stetige konvexe Funktionale sind schwach unterhalb stetig. Ja, das heißt, hier habe ich keine Konvexität, ich kann nicht mit dem Satz arbeiten, also was machen wir? Ja. Also, das Ziel jetzt hier in diesem Abschnitt ist, na letztlich, ich schreibe es nur so hin, a von u gleich f von x, u von x, Gradient u von x, dx ist schwach unterhalb stetig, wenn, jetzt mal die laxe Formulierung, wenn f in p konvex ist und sagen wir mal stetig in z. Also immer wenn ich z festhalte, in p gesehen ist es eine konvexe Funktion, aber stetig in z. Warum könnte dieser Satz wahr sein? Das ist jetzt die große Frage. Ja, also vielleicht brauche ich noch weitere Voraussetzungen, vielleicht brauche ich ein Wachstum von f oder so. Aber das ist jetzt für mich nicht der Punkt, sondern ja, der Kern der Sache ist schwache Unterhalbstetigkeit, obwohl es nicht konvex ist in dieser Variablen. Ja, und warum könnte das richtig sein? Naja, weil sozusagen, ich gehe mal einfach, fast gehe ich schon in den Beweis. Ja, also wenn uk schwach konvergiert gegen u in, sagen wir mal, w1 irgendein q, ich kann jetzt nicht p schreiben, weil p ja diese Variable ist. Also in w1q konvergiert es schwach und dann wollen wir wissen, dass das
A, das ist ja die Frage, das, ich muss leider LimInf schreiben. Also wenn ich das A in UK auswerte und davon jetzt den LimInf bilde, springt es nach unten, also ist A von U kleiner als das. Das ist die schwache Unterhalbstetigkeit. Ja? Und diese schwache Konvergenz heißt, die Gradienten konvergieren schwach, also diese Gradient UK, diese Einträge hier, die konvergieren schwach, aber wir haben eine Konvexität in dem Eintrag, könnte also nach unten springen. Aber hier die UK, ja, wir haben ja eine Sobolev-Einbettung, wenn die in B1Q schwach konvergieren, konvergieren sie stark in LQ. Das heißt, die UK von X, die konvergieren stark. Und das könnte ja reichen. Und das ist auch der Punkt. Ja? Also das ist unser Ziel. Und ja, brauche ich jetzt eigentlich nur noch hinschreiben, wir nutzen starke Konvergenz. Also der Werte in LQ. Das ist, so, das ist sozusagen das Programm jetzt dieses Kapitels. Und genau, das machen wir jetzt. Ich bleibe vielleicht erstmal da drüben. Okay, das Programm haben wir im Hinterkopf, aber wir werden es jetzt eine ganze Weile sozusagen gar nicht so ganz offensichtlich verfolgen. Nämlich, wir brauchen jetzt einen Hilfssatz. Und den formuliere ich jetzt erstmal. Das ist der Satz von Egorov. Also das ist ein Satz, den mag ich sehr, sehr gerne. Das ist einfach, es gibt so ein paar Sätze irgendwie. Ein anderer Satz, der mir jetzt da einfällt in dem Zusammenhang, wo es so ähnlich ist für mich, ist das Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit. So Sätze, die schreibe ich hin, die kenne ich eigentlich ganz gut inzwischen. Und trotzdem muss ich immer wieder nachschauen, habe ich das jetzt wirklich richtig formuliert? Kann das sein, dass so eine starke Aussage jetzt gilt? Und das ist hier ein bisschen so ähnlich. Also, wir starten mit einer Teilmenge des Rn. Ich rede immer von Lebesgue-Maß. Ist klar, brauche ich nicht hinschreiben. Das Maß soll jetzt endlich sein. Das liegt daran, dass wir dann sagen, die Ausnahmemenge hat kleines Maß. Und das können wir nicht machen, wenn das Maß der Menge schon unendlich ist. Ja, aber man könnte sich andere Formulierungen vorstellen, wo man das gar nicht braucht. Gut, das ist eine Menge. Und jedes UK ist eine Abbildung von Omega nach R. Und die soll dergestalt sein, dass UK von X, also punktweise geht es gegen U von X, für fast alle X. Ja, also für K gegen unendlich. Für fast alle x gehen das uk von x gegen u von x. Ja? Also jetzt läuten bei Ihnen die Glocken. Was haben wir hier? Punktweise Konvergenz. Punktweise Konvergenz ist so ein bisschen wie starke Konvergenz, sage ich ja immer. In der einen Richtung brauchen wir die Teilfolge, in der anderen Richtung die Majorante. Aber okay. Also wie starke Konvergenz dann zum Beispiel, sagen wir mal, in L1 ist es natürlich nicht. Ja, es, wie gesagt, wird müsste man eine Teilfolge wählen oder wir müssen die Schranke haben, jetzt in der Richtung. Aber wenn Sie sich einfach nur eine stark konvergente Folge in L1 vorstellen, dann ist das ja eine sehr, sehr schwache Konvergenz. Ne? Da wissen wir ja, in vielen Punkten kann das weit weg sein, sogar sehr weit weg. Ja. Heißt Betrag Omega kleiner oder endlich, dass es beschränkt ist oder dass es endlich ist? Endlich. Also das Gebiet könnte unbeschränkt sein, ja, es sind solche Gebiete sind eigentlich erlaubt, die nach unendlich. Nee, also für fast alle x in Omega natürlich. Hier steht nicht 0, ist nicht eine Nullmenge. Fast alle heißt doch bis eigentlich wieder Ausnahme, oder? Genau. Aber wenn Omega eine endliche Menge ist und das gilt für kein x. Nein, das heißt, dass Lebesgue macht klein und endlich ist nicht das. Also das ist nicht Mächtigkeit. Ich glaube, das ist. Was? Klärt's das? Das ist wirklich das. Das Volumen von Omega. Ich dachte, Anzahl der Elemente. Ja, ach so, nee, um Gottes Willen. Nee, ich habe das nur mündlich gemacht, war vielleicht ein Fehler. Hat man gesagt, ich rede ja immer von Lebesgue-Maß. Genau, das Lebesgue-Maß von davon. Und vielleicht, wenn es da Schwierigkeiten gibt,
Also es gibt eine Nullmenge, Teilmenge Omega, das Maß von n ist jetzt 0, das ist die Ausnahmemenge. Und für alle x in Omega ohne n gilt uk von x konvergiert gegen u von x. Und u ist natürlich auch eine Funktion, vielleicht können wir es auch nochmal dazu schreiben, damit es auf keinen Fall Missverständnis gibt. U ist auch so eine Funktion von Omega nach r. Also wir haben eine Funktionenfolge, genau, die konvergiert punktweise fast überall. Das ist also ein relativ schwacher Konvergenzbegriff, weil wir überhaupt keine Rate haben. Wir wissen also nicht, ab welchem k ist es wie weit höchstens entfernt für alle x oder für alle bis auf whatever. Ja, also es ist eine relativ schwache Konvergenz. Und deswegen finde ich es wahnsinnig erstaunlich, wenn jetzt die Aussage kommt, dann für jedes Epsilon größer 0, Sie geben also jetzt mir vor, die Ausnahmemenge darf höchstens Epsilon groß sein, dann gibt es eine gute Menge G Epsilon, Teilmenge Omega, und das ist fast die ganze Menge. Also Omega ohne die gute Menge, das Maß davon, wieder Lebesgue-Maß, ist kleiner Epsilon. Ja, also Sie nehmen so eine Teilmenge vielleicht raus, da passiert irgendwie was Schlechtes, aber diese Menge, die Sie rausnehmen, hat ein kleines Maß, die gute Menge hat fast das volle Maß. Und auf der guten Menge, und jetzt kommt wirklich der Hammer, uk geht gegen u gleichmäßig auf der guten Menge. Also diese punktweise fast überall Konvergenz ist so fast die schlechteste Konvergenz, die wir haben können. Ich meine, die ist besser als schwache Konvergenz, aber trotzdem, die ist ziemlich schlecht. Und dann haben wir plötzlich eine gleichmäßige Konvergenz auf der guten Menge. Ja? Also die beste Konvergenz, die wir haben, sozusagen. Stimmt jetzt auch nicht. Konvergenz in C5 wäre besser. Aber ja, also von einer sehr schlechten Konvergenz auf eine sehr gute Konvergenz. Aber der Preis, den man zahlt, ist halt, es ist nur auf einer Teilmenge, die zwar ein großes Maß hat, aber es gibt eben Ausnahmepunkte. Okay, also ich glaube, ich habe deutlich genug gemacht, dass das ein erstaunlicher Satz ist. Dann gehen wir auf einen Beweis. Der ist nicht so schwer. Aber es ist für mich auch deswegen ein schöner Beweis, weil der so ein bisschen auch quasi illustriert, wofür man sich die ganze Arbeit gemacht hat in der Analysis 3 mit Lebesgue-Maßen und Lebesgue-Integralen und so. Das braucht man eben jetzt für sowas, dass sowas gelten kann. Okay, ich widerstehe jetzt und schaue nicht nach, ob ich alle Voraussetzungen hingeschrieben habe, denn der Beweis muss das ja zeigen. Also, dann machen wir mal. Und zwar ist eine gute Idee, sich Mengen zu definieren. Also wir starten so, dass wir sagen, wir betrachten die x in Omega, wo u, und ich schreibe jetzt j und nicht k, was Sie gleich sehen werden, warum, wo uj von x von u von x nicht mehr weit entfernt ist. Kleiner als 1 durch m. M ist einer der Parameter. Und ich möchte das jetzt haben für alle j größer gleich k. Das ist eine super Menge, sich die anzuschauen. Das ist die Menge aller Punkte, es ist eine gute Menge. Die Menge aller Punkte, jetzt abhängig von den Parametern k und m, beides natürliche Zahlen, die Menge aller Punkte, wo der Abstand ab Index k klein ist und die Kleinheit durch m gegeben. Jetzt muss ich doch in die Vorlage schauen, wie wir die nennen, gkm. K unten, m oben. Also die gute Menge mit den zwei Indizes k und m. Das ist eigentlich sozusagen, das ist das, was man sich merken muss für den Beweis. Der Rest ist dann relativ automatisch, behaupte ich jetzt mal. Schauen wir mal, ob es auch wirklich so ist. Wobei es jetzt natürlich doppelt gemogelt ist. Ich habe mir auch noch vorbereitet. Kommt ja noch dazu. Okay, also probieren wir mal, ob wir daraus jetzt sozusagen alles schließen können. Also wir beobachten, ich schreibe mal Bemerke,
immer, wenn wir das k größer machen, dann machen wir die Menge kleiner. Weil wir plötzlich eine Forderung stellen für alle j größer gleich k plus 1. Wenn die Forderung für alle j größer gleich k erfüllt war, ist sie für die k plus 1 erst recht erfüllt. Also wie rum ist es? Ein Punkt ist da drin, dann ist er auch da drin. Nee, wir machen die Mengen größer. Ja, ich glaube, das ist jetzt richtig. Ne? Also wenn ein Punkt da drin ist, dann gilt das, wie es da steht. Dann gilt aber das auch insbesondere, wenn ich hier k plus 1 schreibe, weil es eine schwächere Voraussetzung ist, also ist er auch da drin. Also die sind monoton. Und wenn ich jetzt x in Omega beliebig mache, jetzt habe ich natürlich, weil ich so im Übereifer hier gestartet bin, schreibe mal, ich habe was vergessen, was wir am Anfang des Beweises machen sollten. Ich meine, Sie könnten es jetzt auch hier noch hinschreiben natürlich. Wir setzen jetzt einfach uk von x einfach gleich 0 und u von x gleich 0 für alle x aus dieser Nullmenge, die ich da schon angegeben habe. Ja, die Nullmenge, wo das nicht punktweise konvergiert. Wir können ja einfach auf der Nullmenge abändern. Ja, und dann nehmen wir die Nullmenge natürlich auch nicht in die gute Menge mit rein. Das schadet ja gar nichts. Damit verändern wir das Maß der Menge ja überhaupt nicht, wenn wir diese Nullmenge noch wegnehmen. Ja, und dann müssen wir, also wenn wir die gleichmäßige Konvergenz jetzt dieser neuen uk und u zeigen, dann haben wir es auch für die alten, wenn wir die n-Menge aus der guten Menge rausnehmen. Okay, deswegen ohne Einschränkung tun wir mal so, als ändern wir das so ab. Also punktweise überall Konvergenz und nicht fast überall. Ja, das ist jetzt für die Notation ein bisschen einfacher. Also, dann kann ich nämlich schreiben, für einen beliebigen Punkt x aus Omega, dann geht ja uk von x jetzt, wenn ich das so geändert habe, gegen u von x. Das ist ja punktweise Konvergenz. Also, ja, für k gegen unendlich, vielleicht schreibe ich das nochmal hin, für k gegen unendlich, nee, nicht gegen 0. Das heißt aber, dass uj von x minus u von x, also für dieses x hier, was beliebig war, für dieses feste x, ist ab, ist jetzt doof, dass es k heißt, tatsächlich ohne die Aussage abzuändern, nenne ich das jetzt mal j. Die uj von x gehen gegen u von x, weil die Folge ja punktweise konvergiert. Aber wenn die uj von x gegen u von x gehen, dann gibt es einen Index k, sodass das hier erfüllt ist. Also für alle m, mal genauer, für alle m, also für alle Schranken, die ich mir vorgebe, sozusagen das Epsilon, gibt es einen Index k, sodass das hier erfüllt ist. Gibt es einen k? Und wenn das erfüllt ist, dann sagen wir ja, x ist in G, K, M. Was wir hiermit gezeigt haben, ist, für alle M wird jeder Punkt irgendwann erwischt. Also, schön knapp aufgeschrieben, jeder Punkt, ganz Omega, wird irgendwann erwischt, ist also eine Teilmenge, aber gut, das sind alles Teilmengen von Omega, also das schreibe ich gleich. Wenn ich über alle k durchgehe, wird der irgendwann erwischt. Also, egal wie ich m wähle, jeder Punkt in Omega ist irgendwann in einem GKM, also in dieser unendlichen Vereinigung ist jeder Punkt in Omega drin. Ja, ich habe ja schon, also Sie kennen es, also die bei mir schon alles 1 hatten, haben schon 100 Mal gehört,
nie Angst haben vor unendlichen Vereinigungen. Das ist immer was Einfaches im Gegensatz zu unendlichen Summen. Unendliche Vereinigungen sind einfach die Punkte, die in irgendeinem drin sind. So, okay. Und hier steht, in irgendeinem sind sie drin. Also, haben wir das. Jetzt banales Bild. Ja, wir haben ein Omega und dann haben wir diese guten Mengen. Jetzt mache ich mal M fest. Ja, ist jetzt wirklich ein sehr banales Bild. Dann habe ich hier also sozusagen so ein GM1 und ein GM2 und ein GM3. Ja. Und diese, also ich will nur noch mal illustrieren, was hier schon steht. Wenn ich das K vergrößere, werden die Mengen immer größer und ich fülle ganz Omega aus. Und jetzt kommt eben ein schöner Satz aus der Analysis 3. Also Analysis 3 bzw. Lebesgue-Theorie. Wenn ich eine messbare Menge mit endlichem Maß so ausschöpfe, dann ist für jedes Epsilon irgendwann die Restfläche klein. Oder ich sage es mal jetzt mit Konvergenz, die Maße von GKM gehen tatsächlich, naja, das ist jetzt eigentlich nicht das, was ich schreiben wollte, das geht gegen das Maß von Omega, ist richtig. Aber ich kann es auch noch ein bisschen, sieht ein bisschen stärker aus. Die Maße der Reste gehen gegen 0. Also es ist für K gegen unendlich, für alle M. M fest steht ja noch hier, dann passt es ganz gut. Also das ist jetzt wirklich so ein nicht ganz trivialer Satz aus der Analysis 3. Abstimmung, wer finden, wer sagt, ja klar, haben wir gemacht, ich erinnere mich. Keiner? Also ich persönlich kann mir den Satz auch nicht so gut merken, ja, weil ich den zu selten benutze. Ich argumentiere dann immer mit... Es geht auf jeden Fall, wenn das Maß Sigma ist. Ja, bei Lebesgue-Maß hat er. Ja. Genau, also es stimmt. Also mein Beweis wäre jetzt... Also eigentlich ist es jetzt gemogelt, weil das sozusagen die elementarere Aussage ist. Aber ich würde jetzt mit Beppo-Levi argumentieren. Ne? Und zwar würde ich mir die charakteristischen Funktionen auf den Mengen GMK anschauen. Und die sind monoton wachsend. Dass die monoton wachsen, alles in K natürlich, M ist fest. Ja? Die sind monoton wachsend, das steht hier. Und die charakteristischen Funktionen sind an jedem Punkt irgendwann 1. Das heißt, die gehen zu der 1-Funktion auf Omega. Und jetzt haben wir monotone Konvergenz. Wir könnten auch sagen, monotone Konvergenz von 1 minus dieser charakteristischen Funktion. Monotone Konvergenz gegen 0 und dann konvergieren die Integrale auch gegen 0. Ja, also schreibt mal. Integrale 1 Omega minus 1 GMK. Die konvergieren dann gegen 0. Also der Beppo-Levi macht eben aus so einer punktweise Konvergenz, Konvergenz der Integrale, wenn die Konvergenz monoton ist. Ja, Beppo-Levi braucht keine Majorante, aber die Monotonie. Naja, und das ist aber genau das Maß der Menge Omega ohne GMK. Und wie gesagt, alle Konvergenzen sind in K. Ja, also falls ich den Satz so nicht merken kann, das ist... Aber es ist natürlich... irgendwie nicht richtig so zu argumentieren, weil sozusagen das ja die elementarere Aussage ist als der Beppo-Levi. Wie auch immer. Gut. Also diese Maße gehen gegen 0. Und ja, dann haben wir es eigentlich schon fast. Jetzt muss ich, na jetzt könnte ich doch in die Vorlage schauen. Aus den GMK kann ich mir jetzt, ah ja, genau. Klar, wir wollen jetzt nämlich... noch so eine Vereinigung bilden, aber
Okay, da kommt jetzt der übliche Trick, den wir in Analysis 3 auch oft verwendet haben. Wir nehmen ein beliebiges Epsilon größer 0. Und jetzt für alle M gibt es jetzt, aufgrund dieser Sache, gibt es ein K, sodass die Fehlermenge sozusagen, dass das kleiner ist als Epsilon. Bisher steht da Trivialität, da hätte ich jetzt nichts gewonnen sozusagen. Klar, für alle Epsilon wird es klein. Aber ich kann ja auch für dieses K, ja, ich halte ja hier das M fest, dann kann ich das K auch so wählen, dass es noch kleiner ist als Epsilon mal 2 hoch minus M. Also ich mache, wenn ich M größer mache, wähle ich das K, sozusagen noch ein späteres K, sodass der Fehler wirklich sehr, sehr klein ist. Und jetzt nehme ich als die gute Menge, jetzt definiere ich G-Epsilon, das ist schon das G-Epsilon, was hier im Satz vorkommt. Die wirklich gute Menge ist jetzt der Schnitt aller guten Mengen. Schnitt über alle M dieser Dinger. Also KM müsste ich jetzt irgendwie schreiben, ne? Ich schreibe mal einfach K von M hier rein. Also der Schnitt aller guten Mengen, also K von M, das wird hier definiert in der Zeile, M. So, damit ist es dann hoffentlich geschafft. Jetzt müssen wir zwei Sachen nachweisen. Nämlich erstens die gleichmäßige Konvergenz auf dieser Menge. Und zweitens, dass das Maß der Menge, also der übrig bleibenden schlechten Menge, klein ist. Das ist jetzt beides sehr einfach. Also machen wir erstmal Maß der Menge. Vielmehr Maß der Restmenge. Also wir wollen ja jetzt von Omega ohne G Epsilon hätten wir gern, dass das Maß klein ist. Kleiner als Epsilon am besten. Lass mir jetzt mal Zeit, ich schreibe das mal ab. Das ist jetzt Omega ohne diese Vereinigung. Quatsch. Omega ohne den Schnitt steht ja da. G M K von M. Kleine Klammer, großer Betragsstrich. Ja. Ich habe nur eingesetzt. Jetzt ist aber Omega ohne einen Schnitt ist sowas wie die Vereinigung aller Omega ohne die Dinger. Also ich schreibe es erstmal hin und dann denkt man drüber nach, ob es stimmt. Die Vereinigung aller Omega ohne die GMK von M. Ich mache eine sicherheitshalber eine Klammer drum. So, mal schauen, ob das stimmt. Ein Punkt ist in dieser Menge, also ich behaupte, es gilt sogar ohne die Maß der Menge, sondern die zwei Mengen sind sogar gleich. Ein Punkt ist da drin, wenn für irgendein M das in dieser Menge ist. Für irgendein M muss es in dieser Menge sein. Das heißt, für irgendein M ist es außerhalb der G-Menge. Okay, ein Punkt ist da drin, wenn für irgendein M es außerhalb der G-Menge ist. Ein Punkt ist da drin, wenn es außerhalb vom Schnitt liegt. Und außerhalb vom Schnitt liegen heißt, für irgendein M ist es nicht da drin. Ja, also dieselbe Sache. Ich glaube, es ist richtig, oder? Gut. Und dann, jetzt schmeißen wir ganz viel weg. Statt von der Vereinigung von Mengen das Maß zu nehmen, nehmen wir jetzt die Summe aller Maße der Mengen. Ja, das ist natürlich eine obere Abschätzung. Das ist jetzt wirklich Subadditivität des Maßes. Also das, womit wir gestartet sind in Analysis 3. Das ist jetzt kleiner als die Summe aller Maße Omega ohne G M K von M. Aber jetzt kommt natürlich das, was wir, wie wir es konstruiert haben. Jedes Komplement ist kleiner als Epsilon 2 hoch minus M.
Und das 2 hoch minus m ist eben summierbar in m, also steht da Epsilon. Ja, ich gehe immer davon aus, dass m und k immer durch die natürlichen Zahlen läuft, startet mit 1 jetzt hier natürlich sinnvollerweise. Also, ja, sinnvollerweise, weil wir nämlich hier diese Schranke haben, 1 durch m, also wollen wir nicht mit 0 starten. Ne? Weil wir starten mit 1 und dann ist es 1/2 plus 1/4 und so weiter, ist genau 1 die Summe. Ja, dann ist das Maß der Ausnahmemenge ist kleiner als Epsilon und genau das war im Satz gefordert. Es gibt ein G-Epsilon und die Ausnahmemenge, die Restmenge, sollte ich mal sagen, ist kleiner als Epsilon dem Maß nach. Gut, also der Teil war leicht und der andere Teil ist jetzt aber eher noch leichter. Also wir brauchen jetzt die gleichmäßige Konvergenz. Also sei x ein Punkt in der guten Menge. Ja. Da brauchen wir jetzt eigentlich nur auf die Definition zu schauen. Die gute Menge, wo steht denn die Definition von gy? Na, hier nicht. Ach, da. Da steht's ja. Gy ist der Schnitt aller gmk. Also für alle m, ja, unendlicher Schnitt heißt, es ist in jeder Menge drin. Für alle m gilt, x ist in gmk. Nochmal anders geschrieben, für alle m, denn wie ist gmk definiert? Das steht hier in dieser Zeile. Gilt, dass die uj von x minus u von x Betrag, ich schreibe hier ab, ist kleiner als 1 durch m für alle j größer gleich das k von m. Einfach die Definition von gmk hier mal eingesetzt. Und Sie sehen jetzt schon, statt dem m könnte ich auch Delta schreiben. Ich schreibe jetzt einfach mal Delta. Für alle Delta größer 0, das ist sozusagen mein 1 durch m. Dann gibt es ein k von Delta. Ich nenne es mal k0, weil das Argument ist ja anders. Sollte es eine andere Funktion sein, gibt es ein K0 von Delta, eine positive Zahl, sodass das uj von x minus u von x kleiner ist als Delta für alle j größer gleich diesem K0 von Delta. Und das ist Konvergenz. Also für alle Delta gibt es einen Index, ab dem ist der Abstand klein. Aber der Witz an dieser Konvergenz ist, K0 ist unabhängig von x. Also kriegt man Ausrufezeichen spendiert. Ja, also ab einem gewissen Index bin ich nah dran, das ist die Konvergenz. Aber wenn ich den Index völlig unabhängig von x wählen kann, dann ist es gleichmäßige Konvergenz. Ja, ich kann für jedes Delta ein K0 von Delta wählen, sodass dann der Abstand sogar auf ganz g Epsilon klein ist. Dieses Gl ist gleichmäßige Konvergenz. Ja, und damit ist alles von Egorov gezeigt. Die Menge hat ein großes Maß, also die Restmenge ist klein und auf der Menge konvergiert es gleichmäßig. Wunderbar. So, ein wunderschöner Satz. Kann man gleich nochmal vielleicht kurz illustrieren und so, aber dann kann ich erstmal eine richtige Wischpause machen. Dann haben wir vielleicht auch inhaltlich einen guten Punkt, dass das neue Video losgeht. Oder direkte Fragen dazu?